Hallo, ich mache heute die Couch schon eine Stunde oder vermutlich ein bisschen mehr. Und das Thema, den Titel, den ich mir ausgesucht habe, ist How to Build a Cat Detector. Eigentlich geht es um Deep Learning und neuronale Netze und so. Und schon mal so als Disclaimer, ich habe halt eigentlich keine Ahnung. Das heißt, wenn irgendwer hier rumsitzt und Ahnung von neuronalen Netzen hat und sich die ganze Zeit denkt, oh mein Gott, was erzählt ihr für Unsinn, dann tut mir das leid, aber ich mache das so gut, wie ich das kann. Zuerst, worum geht's eigentlich? Warum mache ich das eigentlich? So Ende letzten Jahres kochte das so hoch, da kam es irgendwie in die Medien, auch auf die Frontseite der New York Times. Google hat ein Programm gebaut, was schlauer ist als Menschen und bald brauchen die irgendwie keine Engineers mehr, wenn man sich irgendwie diesen Artikel durchliest. Der ist ziemlich awesome. This means the internet giant may need fewer experts in the future as it can instead rely on its semi-autonomous, semi-smart machines to solve problems all on their own. Und ganz hilarious ist irgendwie dieser Abschnitt. Der Feline-Detektor, was sie gemacht haben, ist im Wesentlichen, der kann halt Bildverarbeitung machen und erkennt halt Katzen, da komme ich gleich noch zu. Der Feline-Detektor may sound trivial, but it's the sort of digital brain power needed to identify house numbers for street view photos, individual faces on websites, or say, Skynet disclaimer, if Google ever needs to identify rebel human forces creeping through the smoke and ruins of a burned out Silicon Valley. Das ist Register, Mann! Was erwartest du? Ja, aber also, das ist ein sehr extremes Beispiel, deswegen habe ich das ausgewählt. Aber das war damals so relativ, das ging halt durch die Medien und der Gesamtton war sehr stark in die Richtung, also nicht in die Richtung, aber halt in die Richtung, oh mein Gott, die Maschinen sind schlauer geworden als Menschen. Und das wäre ja nicht so schlimm, weil Medien sind halt so. Aber meine Erfahrung ist, dass es halt auch bei vielen Leuten so angekommen ist und die das irgendwie auch so ein bisschen so aufgenommen haben. Und ich finde das nicht so und deswegen wollte ich ein bisschen dazu erzählen, was da jetzt eigentlich passiert ist. Zuerst, worum geht es irgendwie so ganz allgemein? Es geht um Machine Learning. Und Machine Learning ist anschaulich, bedeutet, dass wir wollen, dass irgendwie Computer in der Lage sind, Dinge zu lernen. Und Dinge sind halt normalerweise irgendwie so Funktionen, die gehen von irgendwo nach irgendwo. Und die möchten wir irgendwie lernen. So ein Beispiel wäre das, was wir uns jetzt angeguckt haben. Wir haben so einen Array von Pixeln, also so ein Bild. Und wir möchten dem irgendwie so Object-Labels zuordnen, also so Katze oder Mensch oder Auto oder Rasenmäher. Das ist so ein Beispiel. Das Problem ist jetzt, dass solche Funktionen, wenn man sich das irgendwie vorstellt, man hat halt irgendwie so ein Bild und man will dem zuordnen, was da drauf zu sehen ist, das ist vermutlich keine so furchtbar einfache Funktion. Die wird vermutlich relativ kompliziert sein und deswegen gibt es ganz lange schon ganz viele schlaue Menschen, die sich damit beschäftigen, wie man sowas macht. Und es wäre ja eigentlich ganz schön, wenn wir dem einfach irgendwie Daten geben könnten, irgendwie Beispiele geben könnten, das ist irgendwie scheiße formatiert, wenn wir dem irgendwie Beispiele geben könnten und ganze Daten geben, weil Daten gibt es halt wie Sand am Meer, und dann lernt er quasi selbst diese Funktion oder zumindest so eine Annäherung dieser Funktion. Und das ist im Wesentlichen auch, wie wir Menschen halt arbeiten. Ich meine, wir Menschen, wir wissen nicht von unserer Geburt an, was eine Katze ist, aber wir sehen einfach so viele Bilder von Katzen irgendwie, dass wir irgendwann eine Abstraktion davon bauen. Und das möchte man eben machen, dass man irgendwie aus Bildern von Katzen, die der Computer selbst lernt, wie er rausfindet, ob auf einem Bild eine Katze ist oder nicht. Und so Methoden, die es dafür gibt, sind zum Beispiel so Support Vector Machines, da geht es irgendwie darum, man hat so Daten und man möchte so die Ebene da durchfinden, die diese beiden Klassen von Daten möglichst gut trennt. Darum geht es heute nicht, aber das ist so eine Methode. Dann gibt es irgendwie Decision Trees. Die kann man im Machine Learning benutzen, darüber hat Paul schon mal ganz viel erzählt, wie die funktionieren. Das ist ein relativ makabres Beispiel aus der Wikipedia. Da geht es darum, man entscheidet, in welcher Klasse jemand ist, der auf der Titanic war, anhand dieser Kriterien, ob er irgendwie männlich und so. Und irgendwie so eine dritte ganz große Klasse, also es gibt noch viel, viel mehr, aber so ein drittes Beispiel wäre halt künstliche neuronale Netzwerke. Und das ist irgendwie das, worum es mal geht. Was ist ein künstliches neuronales Netz? Dafür müssen wir erstmal verstehen, was ist so ein Neuron und wie funktioniert das eigentlich. Und wer sich erinnert, wer damals schon da war, das sind mittlerweile nicht mehr so viele, ich habe mal so einen Vortrag gehalten zu wie man numerisch Neuronen simuliert. Und da habe ich auch so ein bisschen erklärt, wie das funktioniert. Die Idee ist halt, man hat halt so ein Neuron, das hat halt irgendwie hier ganz viele so Branches.
Das sind die sogenannten Dendriten und da kommt irgendwie so ein elektronisches Signal rein, elektrisches Signal. Und die kombinieren sich dann, je nachdem wie halt diese Geometrie dieser Dendriten ist, also an jedem dieser Endpunkte kommt halt so ein Signal rein. Die kombinieren sich und kommen dann irgendwann hier unten an. Und dann wird hier unten, wenn die Spannung, die dort dann ankommt, einen gewissen Schwellwert überschreitet, wird ein sogenanntes Aktionspotenzial generiert, also ein elektrischer Puls. Und dann wandert er hier unten runter durch das Axon und dann sitzen hier unten die Synapsen und die docken dann an die Dendriten eines anderen Neurons an und geben dort dieses Signal weiter. Das heißt, was müssen wir wissen? Wir müssen wissen, naja, es gibt diese Dendriten, da kommen elektrische Signale rein, die überlagern sich irgendwie und wenn dann das Ergebnis eine gewisse Schwelle überschreitet, dann macht es halt Puff und dann kommt halt, dann ist das Neuron aktiviert und schickt halt sein eigenes Signal weiter. Mehr müssen wir darüber nicht wissen. Was uns interessiert, sind künstliche Neuronen, weil wer damals zugehört hat, das ist ziemlich teuer, sowas so zu simulieren mit diesen ganzen Dendriten und diesen ganzen Differentialgleichungen. Und wir wollen eigentlich was viel Schnelleres haben, um irgendwie zu versuchen, das gleiche Prinzip, was wir in unserem Gehirn benutzen, für Computer zu benutzen. Und wie man das ganz einfach abstrahieren kann, ist, man hat halt irgendwie so Inputs, ne, also das, was vorher die Dendriten waren, und die überlagern sich irgendwie so. Und wie sie sich halt überlagern, diese ganze Geometrie, die abstrahieren wir einmal weg, als es gibt halt so Vorgewichte pro Input. Ne, und dann summieren wir die alle, die hier irgendwie so reinkommen, summieren wir. Und dann wenden wir so eine Funktion drauf an, die dann den Output bestimmt. Die Funktion könnte zum Beispiel sowas sein, wenn es größer ist als a, dann mach 1 und sonst mach halt 0. Zum Beispiel. Und welche Funktion man da nimmt, da scheiden sich die Geister, da gibt es ganz viele verschiedene Theorien zu. Aber im Wesentlichen kann man sich vielleicht vorstellen, dass das eine ganz einfache Abstraktion ist. Und das Schöne ist, dass wenn man sich das irgendwie ein bisschen überlegt, wir summieren die Inputs vormultipliziert mit den Gewichten, ist das eigentlich das gleiche wie so eine Skalarmultiplikation von zwei Vektoren, diejenigen, die so ein bisschen Mathe können. Und das ist relativ fix zu berechnen, das ist das Schöne daran. Und ein künstliches neuronales Netz jetzt, also jetzt ist das ein künstliches neuronales, ist einfach, wir packen mehrere davon hintereinander, ne, und schließen die irgendwie zusammen. Und eine klassische Art und Weise, das zu machen, ist halt, man ordnet das in diesen Schichten an. Das muss man nicht unbedingt, da gibt es auch verschiedene Architekturen. Aber eine einfache Art und Weise ist halt, man ordnet das in Schichten an. Das heißt, man hat irgendwie so eine Input-Layer, so eine Input-Schicht. Und dann hat man so eine zweite Schicht und die sind dann halt miteinander verbunden. Und angenommen, man will modellieren, dass zweimal nicht verbunden sind, dann kann man einfach das entsprechende Gewicht 0 auf 0 setzen von diesem Input für dieses Neuron. Und die schließt man halt hintereinander und auch da, wenn man irgendwie ein bisschen Mathe kann, kann man sich das überlegen. Das ist eigentlich das gleiche wie eine Matrix-Multiplikation, die Outputs hiervon auszurechnen und dann auf jeden Eintrag, also das ist diese Matrix-Multiplikation hier, und dann wenden wir auf jeden Eintrag dieser Matrix wieder unsere Funktion an und kriegen so wieder eine relativ effizient berechenbare Sache raus und dann machen wir das mit dem nächsten Layer auch und mit dem nächsten Layer auch und so kriegen wir dann unseren Gesamt-Output G raus. Das müsst ihr alles nicht so gut verstanden haben, ich wollte es nur einmal erwähnen. Das ist so im Wesentlichen, dass die künstlichen neuronalen Netze irgendwie so funktionieren fundamental. Das ist nicht ganz furchtbar günstig auszurechnen, aber man kann das schon relativ schnell für relativ große Datenmengen machen. Soweit, ich rede sehr schnell. Gibt es soweit Fragen? Ja? Da fehlt jetzt aber das Lernen. Ja, das ist der nächste Abschnitt. So, das ist jetzt erstmal, ne? Das ist jetzt offensichtlich noch kein maschinelles Lernen, weil das ist erstmal nur eine sehr komplizierte Art und Weise, so eine Funktion auszudrücken, nämlich als so eine Menge an Gewichten. Zu dem Lernen kommen wir jetzt, und da gibt es so zwei große Klassen, und die eine ist eben das Supervised Learning, und da ist die Idee, wir haben so eine Menge an Inputs für unsere Funktion und wir haben so eine Menge an definierten Outputs für diese Funktion, die jeweils dazu zusammengehören. Das nennt sich Labels, also wir haben schon Outputs für unsere Testdaten. Und wenn wir das haben, dann ist es relativ einfach auszudrücken, wie wir dann lernen. Wir summieren einfach, wir geben einfach mal alle unsere Inputs rein, werten das neuronale Netz darauf aus und berechnen die relative Abweichung von dem gewünschten Input. Und je nachdem, wie gut wir dann da sind, trainieren wir einzelne Gewichte und passen unsere Gewichte an. Wie man die Gewichte anpasst, sage ich jetzt natürlich nicht. Das steckt in diesen salopp gesagten Minimierung. In dieser salopp gesagten Minimierung. Genau, das ist doch die Magie an der Sache. Das ist die Magie an der Sache.
aber ich glaube, man profitiert nicht so viel davon, wenn ich hier jetzt ganz viel Magie an der Sache sage, weil die Theorie viel zu groß ist, um jetzt hier irgendwie in der Viertelstunde alles runterzuleiern. Aber ja, hier steckt die Magie an der Sache. Aber eigentlich so, von der Vogelperspektive aus macht man eigentlich nichts anderes, als irgendwie den Fehler zu minimieren. Und offensichtlich, sobald der Fehler null ist, wissen wir, unser Netzwerk kann alle unsere Testinputs perfekt zuordnen. Und wenn unsere Theorie von neuronalen Netzen irgendwie gut funktioniert, dass die gutes Lernen abstrahieren, sollte die dann auch mit unbekannten Daten trotzdem sinnvolle Dinge machen. So ein grober Algorithmus wäre halt, dass man so ein neuronales Netz erzeugt, dann einfach irgendwie die Gewichte als erstes mal zufällig wählt, dann wählt man so einen zufälligen Trainingspunkt aus, evaluiert das Netz darauf, schaut sich dann an, wie sehr sind die auseinander und adjusted die Weights, wie gesagt. Und das macht man dann so lange, bis man irgendwie das Gefühl hat, dass es jetzt konvergiert. Wählt man neue Trainingspunkte aus und irgendwann glaubt man, man ist konvergiert und dann macht man das. Das ist alles noch viel subtiler, weil das ein riesiges Thema ist. Aber so ganz aus der Vogelperspektive reicht das, glaube ich. Spannend ist, dass für dieser erste Schritt, da steckt auch ganz viel Magie drin. Wie weiß man überhaupt, wie man dieses neuronale Netz wählen soll? Wie viele Layer soll es haben? Was soll womit verknüpft sein? Das Traurige ist, das weiß man bis heute nicht so richtig gut. Also da gibt es nicht so richtig gute Theorie zu. Da gibt es halt so Erfahrungswerte, so Rezepte, so Heuristiken. Aber es gibt nicht so ein, für folgende Aufgaben braucht man folgende Architektur, weil Beweis, fertig. Sondern das ist halt irgendwie noch so ein bisschen Handwaving. Soweit ich das verstanden habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Wo werden irgendwie heute schon solche Formen von neuronalen Netzen eingesetzt, die mit dieser Art trainiert werden? Zum Beispiel Handwritten Text Recognition, also ihr schreibt auch zum Beispiel eine Adresse auf einen Briefumschlag und es wird so viel Post verschickt, das kann halt irgendwie, das kannst du per menschlicher Hand irgendwie nicht mehr sinnvoll sortieren. Und das heißt, es wird gescannt und dann da wird irgendein Machine Learning Algorithmus draufgeworfen, unter anderem halt neuronale Netze, und die erkennen dann, was da steht, die erkennen daraus die Adresse oder sagen halt, weiß ich nicht, was das sein soll, und dann wird eure Post zugestellt. Ein anderes sehr, sehr, sehr schönes und sehr altes Beispiel ist Neurogammon, das fand ich halt echt beeindruckend. Das war 1989 so der beste Backgammon-Computer, den es überhaupt gab, und der war komplett basierend auf neuronalen Netzen. Also der hat nur mit gelabelten Daten gearbeitet, da hat halt der Programmierer, der war halt so ein ganz guter Backgammon-Mensch, und der hat halt irgendwie so mal so ein paar hundert seiner Spiele mal aufgenommen und hat quasi gesagt, meine Züge sind die optimalen Züge, und hat dann damit dieses Netz trainiert. Und das hat sich halt rausgestellt, dieser Computer hat halt damals alle Backgammon-Computer erstmal an die Wand gespielt. Was ziemlich beeindruckend ist. Genau, das sind irgendwie die zwei Beispiele, die ich so rausgesucht habe. Das wird noch viel häufiger verwendet, aber das sind so zwei Beispiele, wo man das so sieht. Was ist das Problem? Ich meine, man kann relativ einfach, also in der Theorie kann man das relativ einfach verstehen, dass das irgendwie vermutlich eine halbwegs sinnvolle Approximation ergibt, um die Funktion zu haben, die wir wollen, weil wir approximieren halt irgendwie durch unsere Testdaten, interpolieren wir irgendwie unser Netz. Das Problem daran ist jetzt natürlich, wir haben nur endlich viel gelabelte Daten. Daten gibt es halt wie Sand am Meer. Jeden Tag verschicken wir mehrere Exabyte oder so, ich habe keine Ahnung, über das Internet. Es gibt quasi beliebig viel Daten. Das Problem ist halt nur, irgendwer muss halt mal sagen, das hier ist eine Katze, das ist ein Mensch, das ist ein A, das ist ein E, das ist ein I, das ist ein 1, das ist ein 2, das ist ein 3. Google zum Beispiel, ich glaube, Recaptures machen das, also die sind im Wesentlichen dazu da, dass man mal so Daten, die Google bisher nicht klassifizieren konnte, labelt, damit sie Labels bekommen und damit ihre Machine Learning Algorithmen trainieren können. Aber das Problem ist halt, Supervised Learning ist einfach zu verstehen, ist relativ gut verstanden, erzeugt gute Ergebnisse, aber man hat halt nur endlich viel gelabelte Daten, und mehr zu bekommen ist immer teuer, weil dann muss da immer ein Mensch diese Daten erzeugen. Und deswegen gibt es Unsupervised Learning. Da ist halt die Idee, wir haben keine Daten, also wir haben Daten, aber wir haben keine Labels. Und irgendwie soll der Algorithmus selbst wissen, was damit passieren soll. Und da habe ich irgendwie jetzt versucht, die paar letzten Tage mir so eine schöne Beschreibung für zu finden, wie sowas läuft. Und da habe ich so richtig viele geile Sachen gefunden.
Also das ist ein richtig kompliziertes Thema, es ist auch noch nicht so richtig gut untersucht, aber das ist quasi das, was Google gemacht hat. Google hat jetzt einmal sehr großräumig unsupervised Learning gemacht. Und was man im Wesentlichen so ungefähr macht, da gibt es auch wieder verschiedene Klassen von Netzen und verschiedene Arten von Trainingsalgorithmen, ist, man erstellt ein voll vernetztes Zwei-Layer-Netz, neuronales Netz, also das hat man hat einen Input-Layer und einen Output-Layer und es gibt Verbindungen zwischen allen. Dann wählt man sich sein Training-Example, man hat diesmal halt nur den Input und keinen dazugehörigen Output. Dann findet man das Neuron, was quasi die größte Resonanz mit diesem Input hat, also dessen Gewichte ungefähr diesem Input entsprechen. Das klingt jetzt erstmal komisch, aber es macht ein bisschen Sinn. Und wenn man irgendwie findet, okay, dieses Neuron matcht da gut genug drauf auf diesen Input, dann sagt man, dieses Neuron kriegt also die Gewichte nochmal ein bisschen näher an den Input ran trainiert. Und ansonsten sucht man halt andere Neuronen. Und jetzt würde man halt sagen, okay, aber warum andere Neuronen, wenn das halt schon das ist, was am nächsten dran ist? Das ist halt kompliziert. Da gibt es verschiedene Methoden. Eine Methode ist halt so, jedes Neuron sendet ein Inhibitor-Signal an alle anderen Neuronen aus, je nachdem wie stark es ist. Und wenn du eins findest, welches gut matcht, aber nicht gut genug matcht, dann schaltest du das aus. Damit wird ein Inhibitor-Signal aus und dadurch werden alle anderen ein bisschen besser und dann probierst du das nächste bessere. Aber das sind so, da gibt es halt verschiedene Sachen. Und das machen wir dann wieder so lange, bis man irgendwie das Gefühl hat, das konvergiert irgendwie. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass das irgendwie dazu führt, dass wenn du einen Input hast, wird ein bestimmtes Neuron für diesen Input quasi susceptible. Und zwar immer mehr und alle anderen werden ein bisschen schlechter susceptible. Und die dafür für andere Neuronen wieder susceptible, für andere Inputs. Das heißt, am Ende hat man irgendwie so ein ungefähres Mapping von Output-Neuronen auf Input-Klassen, also auf Dinge, Inputs, die ähnlich aussehen. Was ist jetzt Deep Learning? Das ist das, was Google gemacht hat. Deep Learning ist so allgemein, ein Deep Neural Network ist irgendwie so jedes neuronale Netz, was mehr als zwei Ebenen hat. Ich weiß nicht, wie gut diese Dinge sind, aber das ist halt spannend, weil je mehr Ebenen du hast, desto mehr Levels der Abstraktion hast du. Also ich meine, wenn du nur das erste Level hast, dann können die Daten, kann dein Output nur bestimmt sein von den Input-Pixeln. Aber sobald du noch ein Layer dazu machst, kannst du quasi Gegenden von ähnlichen Pixeln wiederum gruppieren in Kategorien und aufeinander mappen. Und wenn du noch mehr und so kriegst du immer weitere Dings, Abstraktionsschichten. Und wie man das halt trainiert ist, man splittet das auf in mehrere zwei Ebenen-Schritte und trainiert jedes einzelne. Das heißt, man trainiert zuerst die zweite Schicht quasi als Output-Schicht mit dem Algorithmus von Grader zum Beispiel. Und dann, sobald man findet, das ist gut genug trainiert, trainiert man die nächste Schicht mit als Input dem Output der vorigen Schicht. Und wenn man findet, das hat konvergiert und so weiter. Und das ist so ungefähr in der Nutshell Deep Learning, glaube ich. So viel Theorie. Wie funktioniert Mapping? Also wie kriegen wir da jetzt Werte raus? Jetzt haben wir unser neuronales Netz trainiert. Wie kriegen wir da jetzt Werte raus? Naja, wir nehmen einfach Inputs, für die wir Labels kennen. Also wir nehmen einfach Bilder, von denen wir wissen, da ist ein Gesicht drauf oder da ist eine Katze drauf und packen sie in dieses trainierte Netzwerk. Das machen wir mit so ein paar zigtausend. Und dann finden wir halt irgendwie so die Klasse, die Neuronen, das Neuron oder die Neuronen, die diese Inputs am besten erkennt. Und erkennt heißt nicht nur, die höchsten Aktivierungen haben für diese Inputs, sondern auch, die für so eine Menge an gewählten random anderen Bildern einen niedrigen Output haben. Das heißt, die am besten trennen zwischen Inputs, die das Label haben, was ich will, und Inputs, die nicht dieses Label haben. Und diesen Neuronen, den sage ich dann einfach, du bist jetzt das Katzenneuron. Du bist jetzt das Neuron, das sagt Katze. Das ist jetzt halt also die spannende Frage. Wir werden es also sagen, wir haben also ein neuronales Netzwerk, was das Konzept gelernt hat, was ist denn keine Katze? Dann bedeutet das, wir haben das irgendwie trainiert und wir haben irgendwie einen so einen Neuron gefunden, welches besonders stark reagiert auf Katzenbilder und besonders nicht stark reagiert auf Nicht-Katzenbilder. Das heißt, immer noch dieses neuronale Netz weiß nicht, was eine Katze ist. Wir können rausfinden, welches Neuron quasi sagt, das ist eine Katze, aber das neuronale Netz an sich ist erstmal immer noch dumm.
Genau. Und das macht man jetzt irgendwie mit mehr Inputs, so irgendwie so viel, wie man halt Klassen hat. Da findet man für jede Klasse, findet man irgendwie so eine Menge an Inputs, wirft die da rein, guckt mal, welche Neurons so leuchten und nimmt die dann halt als das entsprechende Label. So, und dann kann man am Ende halt, wenn man beliebige, unbekannte Inputs reinguckt, dann gucken, welches Neuron leuchtet auf, welches Label hat dieses Neuron und daraus eben ein Label für dieses Bild generieren. So ungefähr funktionieren neuronale Netze. Was hat Google jetzt gemacht? Was Google gemacht hat, ist, die haben 10 Millionen YouTube-Videos genommen und daraus jeweils einen einzigen Frame genommen. Also aus jedem YouTube-Video einen zufälligen Frame ausgewählt und den genommen. Die Idee dahinter ist, du möchtest halt verschiedene Outputs haben, verschiedene Inputs haben, und wenn du zwei Frames aus dem gleichen YouTube-Video zum Beispiel nehmen würdest, wären die potenziell relativ ähnlich und du willst halt eine möglichst gute Strahlung haben. Und dann haben die jeweils zu 200, 200 skaliert, mit RGB-Channel, wenn ich das richtig verstanden habe, und das dann als Input genommen. Das heißt, deren Input-Layer hatte irgendwie 40.000 mal 3. Ne? Also 120.000 Neuronen, das Input-Layer und auch jedes dahinter ungefähr irgendwie sowas und haben das halt gemacht. Wenn man sich jetzt fragt, und wie groß waren diese Layer? Keine Ahnung. Und warum solches, also warum ein solches, genau. Der nächste Schritt ist, sie haben ein 10-Layer-Netzwerk genommen, ne? Also ein Deep-Network und diese Inputs da reingefiltert und das damit mit dem Algorithmus, den ich beschrieben habe, trainiert. Und darum wesentlicher Fortschritt war, sie haben halt beschrieben einen Algorithmus, mit dem man das sehr gut auf sehr vielen Maschinen ausführen kann. Das war also das wesentliche, die wesentliche Idee hinter diesem Paper. Und dann haben sie irgendwie 10.000 Katzengesichter und irgendwie 18.000 irgendwelche andere Bilder da irgendwie reingeworfen und irgendwie das Katzenneuron gefunden, so wie ich das gerade beschrieben habe. Genau. Und wie dieses Netzwerk genau aussieht, wie gesagt, das war halt heuristisch. Die haben halt so ein bisschen rumprobiert, was halt funktioniert hat. Und das lief auch ziemlich lange. Ich glaube, die haben irgendwie 3 Tage gebraucht auf irgendwie 16.000 CPUs, also 16.000 Cores. Es gab relativ direkt darauf eine Reaktion von einem AI-Forscher, der irgendwie gesagt hat, ja, aber ich habe das irgendwie innerhalb eines Tages auf irgendwie 10 GPUs oder sowas laufen lassen und das ging genauso schnell. Irgendwie so habe ich mir das mal angeguckt. Finde ich auch nicht so furchtbar spannend für diesen Vortrag, weil das ist irgendwie, um das zu bewerten, wie das jetzt ist und wie sehr das stimmt, solche Aussage, müsste man halt irgendwie AI-Forscher sein und sich das Paper mal durchlesen. Das habe ich bisher nicht gemacht, aber egal. Genau. Jetzt wissen wir, welches Neuron Katze ist. Jetzt ist irgendwie so ein bisschen die Frage, wie können wir uns eigentlich sicher sein, dass dieses neuronale Netzwerk weiß, was eine Katze ist? Und da hat sich Google halt ausgedacht, wie sie das visualisieren. Und die Idee dahinter ist, sobald man weiß, welches Neuron das Katzenneuron ist, kann man einfach mal mit so klassischer Optimierung mal den Input finden, welcher die größte Aktivierung dieses Neurons hervorruft. Ne? Das macht man einfach irgendwie mit Gradient Descent oder so, mit irgendeiner bekannten Optimierungsmethode. Und das haben die halt gemacht und dann haben sie dieses Bild rausbekommen. Das heißt, die Idee ist, das ist das Bild, quasi, was am allerersten dieses Netzwerk dazu bringen wird, Katze zu rufen. Und jetzt sieht man tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit. Aber auch da ist wieder irgendwie wichtig, sich mal zu überlegen, wie dieses Bild gekommen ist. Das ist halt irgendwie nichts, keine Vorstellung, wie dieses neuronale Netz hat, sondern das ist halt, man wusste halt, welches Neuron Katze heißt und dann hat man mal optimiert, dieses Neuron zum Leuchten zu bringen. Und das ist halt dieses Bild. Nur um diese Intelligenzdiskussion irgendwie anzustoßen. Das hat man auch mit Menschen gemacht. Das war irgendwie nicht so interessant, dass das offensichtlich ein Menschengesicht ist. Ich finde das viel extremer. Das ist der optimale Input für Human Face. Und wir als Menschen können da schon drauf gucken und sagen, jo, ne? Spannend ist übrigens, offensichtlich sind die Haare irgendwie groß und nicht lang. Kann man irgendwie rausziehen, was man will. Ich fand das ganz spannend. Naja, jetzt wissen wir ungefähr, was Google so gemacht hat. Jetzt wissen wir auch ungefähr, wenn wir diese Bilder sehen, woher kommen die eigentlich? Das finde ich relativ spannend, weil das wird so relativ selten erwähnt in den Medien. Und die sind sehr beeindruckend, diese Bilder. Aber an sich sind sie von der Idee her ziemlich dumm und haben eigentlich auch nichts in diesem neuronalen Netz zu tun. Nicht wirklich, nicht um ein bisschen. So. Jetzt das, was mir besonders am Herzen liegt, irgendwie diese Frage, sind neuronale Netze jetzt eigentlich cooler als Menschen oder nicht? Weil das ist das, was mich an dieser Debatte so ein bisschen angepisst hat. Die erste Frage ist, sind künstliche neuronale Netze eigentlich intelligent?
Und die Antwort ist eigentlich ziemlich klar nein. Neuronale Netze sind Pattern-Matcher. Mehr können die nicht. Das ist, weswegen ich die ganze Zeit versucht habe zu betonen, das neuronale Netz hat keine Vorstellung, was eine Katze ist. Das neuronale Netz hat keine Kreativität, das hat kein wirkliches Reasoning. Neuronale Netze sind erstmal vor allen Dingen spannend, um irgendwie Pattern zu matchen. Nicht nur in Bildern, sondern zum Beispiel auch in Audiosignalen, um irgendwie Spracherkennung zu machen. Aber erstmal sind das irgendwie Pattern-Matcher. Das heißt, sie sind der Teil des Gehirns, den Menschen sehr gut können. Pattern-Matching, das ist etwas, wo Menschen also einfach richtig, richtig gut sind, vielleicht sogar ein bisschen zu gut manchmal. Und den Teil können sie ganz gut, aber sie sind nicht intelligent. Also nichts, was ich als Intelligenz bezeichnen würde. Für mich ist Intelligenz zum Beispiel der Turing-Test, den Turing-Test zu bestehen oder was. Irgendwie der Mensch ist in der Lage zu reasonen, also das Wesen ist in der Lage zu argumentieren, sich zu unterhalten, kreativ zu sein, selbst Dinge hervorzubringen. Das sehe ich bei neuronalen Netzen nicht. Neuronale Netze sind Pattern-Matcher. Sind sie besser als handgeschriebene Feature Detectors? Also ich meine, man kann sich ja auch vorstellen, das habe ich ja gesagt, viele, viele, viele Menschen haben sich auch selbst hingeschrieben. Die haben zum Beispiel eine Library geschrieben, um herauszufinden, wie ein Gesicht ist, indem sie halt gesagt haben, naja, statistisch gesehen sind Gesichter so verbreitet, da ist ein dunkler Fleck, da ist ein dunkler Fleck, dann ist da irgendwie so eine Nase und dann ist da irgendwie so ein Mund. Ungefähr. Und dann haben sie das in Algorithmen gegossen, die solche Muster erkannt haben und damit einen Face Detector beschrieben. Und die Frage sind, neuronale Netze besser als diese handgeschriebenen Dinge? Und da ist meiner Meinung nach die Antwort ja, im Wesentlichen schon. Soweit ich weiß, sind sie im Wesentlichen sehr schnell, deutlich und haben auch bessere Ergebnisse. Zumindest, also nicht als Face Detector, weil Face Detector ist heutzutage es ist halt ein populäres Target für Machine Learning, für Pattern Matching, weil jede Digitalkamera heutzutage einen Face Detector eingebaut hat und damit kann man halt Geld machen, dass man irgendwie sagt, wir erkennen, wenn die Leute lachen und machen erst dann das Foto, damit kann man Geld machen. Aber sagen wir so einen Stuhldetektor oder so einen Rasenmäherdetektor, da sind vermutlich heutzutage neuronale Netze besser, um schneller und vor allen Dingen schneller zu konstruieren. Der dritte Punkt ist, Leute sagen, ja, okay, neuronale Netze sind dumm, aber der Fakt ist, wir als Menschen verstehen nicht, wie sie funktionieren. Und da muss man sagen, das ist irgendwie so eine zweiseitige Sache. Das eine ist, ja, ich würde da gerne so einen Vergleich vorschlagen. Der ist ein bisschen komisch, aber ich finde den eigentlich relativ treffend für, warum ich sage, ich finde, ja, wir verstehen künstliche neuronale Netzwerke. Wenn man sich künstliche neuronale Netzwerke anguckt, KNNs mal anguckt, haben die irgendwie so ein bisschen so folgende Eigenschaft, die damit zu tun haben. Es ist sein, dass sie sind, wie gesagt, häufig besser als handgeschriebene Feature Detectors. Es ist relativ hart, die spezifischen Neuronen zu identifizieren, die zu einem bestimmten Verhalten führen. Also wie wir gesehen haben, ist es relativ einfach zu sagen, welches Neuron entspricht folgender Kategorie, das kann man machen. Aber wenn man sich jetzt irgendwie mal das Netz anguckt, da sind halt sehr viele globale Prozesse beteiligt und man kann halt relativ schlecht sagen, ja, wenn wir jetzt eine Katze eingeben, dann fließen hier die Daten lang und deswegen leuchtet das hier auf, sondern man kann halt nur sagen, wir geben den Input rein und hier leuchtet es auf. Viel mehr, also alles weitere ist ziemlich schwierig, zumindest. Man kann ein bisschen Introspection machen, das ist das, weswegen ich diese Bilder gezeigt habe. Wir können zwar nicht wirklich richtig genau sagen, welches Neuron jetzt was tut, aber wir können gewisse Tests machen, um irgendwie zu gucken, was dieses Ding macht. Also wir können halt zum Beispiel gucken, welches Neuron ist für Katze zuständig. Wir können auch gucken, welchen Weg nimmt Katze durch dieses neuronale Netzwerk, indem wir mal Katze eingeben oder Mensch eingeben oder Stuhl eingeben. Wir können spezifische Tests machen und dann sehr spezifisch messen, welche Neuronen was tun. Das können wir machen. Und wir haben die Architektur dieses neuronalen Netzes meistens bestimmt, wie ich gesagt habe, durch irgendwie Heuristiken. Wir wissen nicht so richtig genau, welche neuronalen Netze für was gut sind. Aber wir haben ein relativ gutes Verständnis von der zugrunde liegenden Theorie. Also die Theorie, die wir haben, die verstehen wir relativ gut. Wir verstehen zum Beispiel relativ gut, wie Supervised Learning funktioniert und warum. Wir wissen relativ gut, wir wissen zwar nicht, was die Gewichte am Ende tun, aber wir können sehr spezifisch sagen, wie sie zustande gekommen sind. Weil wir haben die Inputs, wir haben die Algorithmen, die sind deterministisch, wir können das nachvollziehen. Wir wissen, wie das zustande kommt. Der Vergleich, den ich jetzt vorschlagen würde, ist der mit einem Compiler. Weil es ist kein perfekter Vergleich, aber Compiler und neuronale Netze
teilen sich einige Eigenschaften aus der Vogelperspektive. Das eine ist, dass Compiler heutzutage, so ein C-Compiler heutzutage, ist meistens besser als handgeschriebene Assembler. Zumindest, wenn wir nicht triviale Sachen angucken. Also wenn du irgendwie einen Kernel oder sowas in Assembler schreiben würdest, wäre der sehr wahrscheinlich langsamer, als wenn du in den C schreibst und dann den Compiler aufwirfst. Weil Compiler heute einfach ziemlich gut sind und viele Sachen optimieren können, an die Menschen nicht denken oder einfach einen viel besseren Überblick haben. Und das ist halt Mathe strukturiert und nicht irgendwie ein Mensch. Es ist tatsächlich, wenn man ein größeres Programm hat, ziemlich schwierig, die spezifischen Instruktionen oder sowas sich rauszusuchen, die bestimmte Dinge tun. Das ist der Grund, aus dem zum Beispiel Antivirusprogramme solche Schwierigkeiten haben, warum es so schwierig ist, Malware zu identifizieren, weil das fertig kompilierte Programm und der Source Code haben tatsächlich relativ wenig miteinander zu tun und sind relativ schwierig aufeinander abzubilden, also in die Rückrichtung abzubilden. Dafür gibt es Programme, aber die sind nicht so richtig gut, also die sind schon gut, aber man muss immer noch als Mensch sehr viel Arbeit reinstecken, um irgendwie zu verstehen, wie das funktioniert. Und wenn ihr das nicht glaubt, dann fragt mal Leute, die irgendwie Kopierschütze knacken oder sowas oder Malware untersuchen, weil die machen das den ganzen Tag. Wir können aber Introspection machen im Programm. Wir können das Kompilat angucken, wir können irgendwie Benchmarks drauf loslassen. Wir können kleine Treubeispiele programmieren, gucken, was rauskommt als Compiler-Output und die analysieren, warum sie schnell sind. Also das heißt, wir können durch kleine Beispiele und durch wie gesagt, spezifische Benchmarks rausfinden, welche Teile eines Compilers noch verbessert werden müssen, gut sind, schlecht sind, weniger beitragen, mehr beitragen. Tatsächlich viel, dadurch, dass Hardware sehr komplex ist, ist viel Compilerbau ist einfach nur Heuristik. Man probiert mal Dinge aus, misst, ob es schneller wird. Wenn ja, dann macht man das, solange bis irgendwer sagt, mein Programm wurde langsamer. Und dann versucht man irgendwie rauszufinden, warum und ändert seine Heuristik. Und welche Schleifen werden jetzt zum Beispiel unrolled und welche nicht, wird halt entschieden anhand von Heuristiken einfach mal. Oder welche Variablen kommen in welche Register, das sind meistens Heuristiken irgendwie. Das heißt, da gibt es tatsächlich erstaunlicherweise nicht so richtig viel Theorie. Es gibt viel Theorie hinter, welche Transformation gibt es, was kann der Compiler machen und wie macht er das schnell. Aber am Ende ist sehr viel Heuristik dahinter. Genau, aber wie gesagt, es gibt ein ziemlich gutes Verständnis von, was sind Compiler-Pass. Man kann beweisen, folgender Compiler-Pass verändert die Struktur des Programms nicht. Und man kann sagen, und unser Benchmark zeigt dadurch, wird es besser. Also es gibt die Theorie formaler Sprachen und von Compiler-Optimierung ist tatsächlich ziemlich groß und ziemlich gut verstanden. Das sind so ungefähr, was ich meine, für mich ist es ungefähr ähnlich. Das heißt, Neuronale Netze sind noch sehr jung, also nein, sie sind eigentlich ziemlich alt, aber sie fangen gerade erst an, so richtig benutzt zu werden und so richtig abzugehen. Aber deswegen sind wir noch lange nicht so weit wie bei Compilern. Aber grundsätzlich finde ich das vergleichbar. Also ja, neuronale Netze sind schwierig zu verstehen, aber viele Systeme, die wir benutzen, sind schwer zu verstehen. Wenn sie das nicht wären, wenn sie uns unsere Arbeit nicht erleichtern würden, würden wir sie nicht benutzen. Und ich sehe das als ähnlich. Wir verstehen neuronale Netze nicht ein neuronales Netz können Sie sich angucken, aber wir wissen, wie funktionieren neuronale Netze. Deswegen ist es meiner Meinung nach sehr falsch zu sagen, wir verstehen neuronale Netze nicht oder neuronale Netze sind klüger als Menschen. Und danke fürs Zuhören. Ich habe ein bisschen länger gehalten. 20, 30 Minuten gebraucht. Okay. Danke, gib's Fuck! Oder Anmerkungen, Diskussionsbedarf, ja? Ich habe eine Frage, und zwar ist es doch so, dass das Gehirn Neuronen hinzufügen kann? Ja. Das können jetzt ja diese ganzen künstlichen Netze nicht. Nein. Das stimmt nicht. Nein? Es gibt Lernalgorithmen, die das können. Okay. Soweit ich weiß, werden die aber im Wesentlichen benutzt für Labeled Data. Also es gibt Lernalgorithmen, die das durchaus können, die das extra vorsehen. Aus genau dem Grund. Also tatsächlich auch viel. Also quasi, wenn man merkt, dass ein Label nicht zu dem Input passt, kann man quasi sagen, da müssen irgendwie noch mehr Neuronen Passen. Das ist sowieso sowas, was ich irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Das macht man so ein bisschen schon. Aber bei den Algorithmen, die ich jetzt bisher so versucht habe, ein bisschen darzustellen, da muss man das machen. Da brauchst du ungefähr so viel Output-Neuronen, wie du Labels hast. Aber es gibt Algorithmen, die das können. Die können, wenn sie feststellen, dass kein da hat jedes Neuron eine gewisse Wahrscheinlichkeit, neue Verbindungen aufzubauen oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit, neue Neuronen zu erstellen. Die sind aber langsamer und
schwerer. Ich kann jetzt nicht sagen, ob sie was bringen oder nicht. Aber also es gibt Algorithmen, die das extra vorsehen. Das Problem ist, dieses Netz, das haben sie gesagt, hat 10 Milliarden Parameter, die du trainieren musst. Und das ist schon ein verdammt großes Problem, 10 Milliarden Parameter zu optimieren. Und das ist ein sehr kleines Netz im Vergleich zu menschlichen Gehirn. Also bis wir uns an solche Probleme ranwagen, wie, ne, muss man noch ein bisschen warten. Aber ja, also es gibt Forscher, die das erkannt haben. Das hätte ich jetzt gesagt, ist so eine der Key Features, damit die von sich aus mehr dazu lernen können. Ja. Weil sonst sind sie ja irgendwie einfach beschränkt. Ja. Es ist tatsächlich auch ein großer Teil der Theorie über neuronale Netzwerke kommt von Theorie über wie Menschen lernen. Das ist ziemlich spannend. Und da auch, also es gab halt irgendwann eine Menschen, die hat gesagt, die Theorie ist, Menschen lernen, indem sie Neuronen neu ausbilden und neue Synapsen aufbauen. Deswegen hat er einen Lernalgorithmus geschaffen, der das kann. Und wenn man sich zum Beispiel fragt, warum hat eigentlich, Sekunde hier, warum hat Google eigentlich ein 10-Layer-Netzwerk genommen? Das begründen sie auch in dem Paper. Der Grund, warum sind das 10 Layer ist, man hat mal so gemessen, wie schnell kann ein Mensch ein Bild einer Katze als Katze erkennen und auf Katze klicken. Und es dauert so ungefähr 0,1 Sekunde. Und man weiß ungefähr, so ein menschliches Neuron kann alle 10 Millisekunden ungefähr feuern. Das heißt, wenn ein Mensch innerhalb von 0,1 Sekunde eine Katze als Katze erkennen kann, kann das höchstens durch 10 Neuronen gegangen sein. Das heißt, in der Theorie müsste ein hinreichend großes, hinreichend komplexes, hinreichend gut trainiertes 10-Layer-Network alles können, was ein Mensch in 0,1 Millisekunde kann. Und deswegen haben sie 10 genommen. Was ich ziemlich cool finde. Aber ja, also... Gibt es in diesen Netzen auch irgendwie dann Verzögerungen? Da gibt es unterschiedliche Ideen, weil je nachdem, wie der Architektur deines Netzes ist, hast du Verbindungen nach hinten oder nicht. Ne? Und wenn du Feedback hast in frühere Layer, dann brauchst du sowas ja. Dann kannst du ja nicht instantan rechnen. Aber wenn du nur Feedforward-Netzwerke hast, dann brauchst du das halt nicht. Ja, und dann wird Dings gerechnet. Aber das hängt halt von der Architektur ab und von den spezifischen Lernalgorithmen. Da gibt es halt, also das meine ich mit, ich habe keine Ahnung, ja. Da gibt es halt wie Sand am Meer und ich verstehe die alle nicht im Kopf und habe keine Ahnung davon und habe sie noch nie benutzt. Also okay. Ich weiß nur ungefähr, was es so gibt, ganz grob. Ja. Gut, dann danke fürs Zuhören.